Die Zeitrechnung wird um einen Termin reicher. Die Zeit der Oktoberfeste ist hinzugekommen. So auch in Wiener Neudorf. Wie viele Stützen sind denn heute reserviert? 45 Stützen haben wir heute gemacht. Ja. Wir haben dasselbe gemacht wie letztes Jahr, weil wir vom Plan vom letzten Jahr gegangen sind und weil das Wetter heute nicht so gut war. Dafür haben wir aber heute eine ganz neue Spezialität, das Bayerische Bierbradl. Ich habe mal ein Rezept ausgesucht, weil der Herr Grundner-Andi, unser Chefkoch, heute leider Gottes im Bett liegt, krank. Habe ja ein bayerisches Bierbradl gemacht vom Herrn Schubeck und ich hoffe, dass das den Leuten schmeckt. Und ich sehe es aber, das Bierbradl geht sehr, sehr gut. Mahlzeit, wie schmeckt's? Ich habe es noch nicht gehost. Wie wird es schmecken? Hoffentlich gut. Sie essen gern Schweinsbrot mit Knödel? Eigentlich habe ich Grünhändel wollen, aber das geben sie mir ja heute nicht. Warum nicht? Weil es keins haben. Das gehört nicht für mich alleine. Aber es wird allen gut schmecken? Ja, ich denke schon. Ja. Wie viele Personen sind da dabei? Na, da sind mindestens zwei. Sie wippen im Takt mit, das Oktoberfest, das ist etwas für Sie. Ja, natürlich. Und jetzt hat es gerade Musik gespielt. Ich komme ursprünglich aus Kärnten und das war so richtige Zeltfestmusik. Und juckt es mir in den Beinen. Sie sind zünftig mit Lederhose angerückt? Absolut. Brauchtum gehört dazu. Und ich denke, gerade beim Oktoberfest mit Biergenuss und Zigarre gehört die richtige Adjustierung dazu. Es sind sehr viele gekommen, die offensichtlich das Oktoberfest in Wiener Neudorf hier bei der SPÖ schon sehr lange mitfeiern mit uns und natürlich schon, hat schon Tradition gewonnen. Ja, das ist auch neue Tradition in Österreich, aber ich glaube, das wird irgendwie der Renner, weil das ist ein ganz Oktoberfest, narrisch, ist sogar freiwillig Weißwürste, aber Spaß beiseite, ist ein tolles Fest, hier in Grätzlform, da haben wir die Gelegenheit, viel zu plaudern. Grundsätzlich ist es unser SPÖ-Abschluss des Jahres mit den sogenannten Außenveranstaltungen. Wenn man herum sieht und so weiter, dann sehen wir, wie gerne das angenommen wird. Es ist ein Fixpunkt in unserem Veranstaltungskalender und ich denke, das ist eine gute Sache. Besuch in der Nachbargemeinde? Ja, Wiener Neudorf ist erstens unsere Nachbargemeinde, verstehen die Feste zu feiern. Und ich bin sehr oft da, es ist oft ein Gedankenaustausch, auch mit dem Bürgermeister Wörleiten, er kommt oft zu mir runter, ich komme oft daher, wir kennen beide viele Leute in beide Orte und es ist immer sehr gemütlich in Wiener Neudorf. Ein Oktoberfest vorzubereiten bedarf eines guten, engagierten Teams. Wir haben ein großes Team, jeder ist für jeden da und das hat man auch heute wieder gesehen, wo wirklich sehr, sehr viele Leute, sehr viele unterschiedliche Leute da waren, die man vielleicht jetzt nicht sieht. Und ohne die wäre das natürlich nicht möglich gewesen, dass man heute so gut aufbauen können und dass das Fest so steht, wie es steht. Wir wissen, dass von allen Ortsteilen, die wir haben, dass wir sehr gesellig sind, dass wir ein sehr lustiges, fröhliches Völkchen sind. Und trotz allem, ja, wo man uns immer wieder sagt, dass wir viel Verkehr haben, haben wir viel Spaß auch dabei und das ist das Wichtige.